Im Englischen gibt es das Sprichwort "Be careful what you wish for", sei vorsichtig, was du dir wünschst. Und na klar, die Märkte wünschen sich eine robuste, eine gute Wirtschaft. Aber die Kehrseite dieser Medaille heißt eben Inflation, denn wenn die Dinge gut laufen, dann entsteht in der Regel Preisdruck und Inflation dann wiederum bedeutet, dass die Fed die Zinsen weiter anheben muss. Und genau diese Reaktion sehen wir an den Märkten. Wir haben einerseits eine absolute Aktieneuphorie, weil man sagt, naja klar, Soft Landing, überhaupt gar kein Landing, Nirvana Landing könnte man fast sagen, nach den starken BIP-Zahlen aus den USA heute. Auf der anderen Seite eben starke Anstiege der Renditen, mithin also der Kapitalmarktzinsen und der Dollar, der explodiert geradezu und das ist ein echter Pain Trade, denn viele, viele sind short im Dollar, haben gesagt, ah, die Fed, die ist fertig jetzt mit den Zinsanhebungen, lasst uns den Dollar shorten und jetzt passiert vielleicht das Gegenteil. Und das ist jetzt die spannende Frage, was setzt sich durch, diese Euphorie bei den Aktien, die ohnehin schon groß war, jetzt noch größer geworden ist, durch dieses, die Wirtschaft ist so robust Narrativ. Auf der anderen Seite eben die steigenden Kapitalmarktzinsen und der Dollar. Die Welt ist verschuldet in Dollar, ist gehebelt in Dollar und wenn der Dollar stärker wird, tut das weh. Schauen wir uns mal das BIP an. Das war der Market Mover heute schlechthin. 2,4% im zweiten Quartal, das war die erste Veröffentlichung, 1,8 war erwartet. Und das ist natürlich eine Unterfütterung zunächst mal dieses Soft Landing Narrativs oder dieses Narrativs, die Wirtschaft ist wirklich stark, trotz stark gestiegener Zinsen. Die Frage, die sich mir stellt, ist natürlich, es gibt schon eine ziemlich krasse Differenz zwischen den staatlich veröffentlichten Daten, die immer irgendwie besser sind als die von Privatfirmen letztendlich publizierten Daten. Und da sagen böse Zungen, naja, die beiden Administrationen hat natürlich ein gewisses Interesse daran, die Daten besser aussehen zu lassen, als sie sind. Kann man nicht nachweisen, ist deshalb Spekulation. Aber gucken wir uns an, wie die Dinge jetzt sind. Gestern hat die Fed ja gesagt, okay, wir gucken mal, wie die Dinge so sind. Und Paul hat ja auch von starkem Wachstum oder relativ starkem Wachstum der Wirtschaft gesprochen und gesagt, unsere Mitarbeiter, die prognostizieren keine Rezession mehr. Daraufhin sind die Aktienmärkte gestern zunächst mal gefallen. Und dann kamen die Facebook-Zahlen, die Euphorie oder die Meta-Zahlen, dann war die Euphorie wieder riesig. Aber wie ist es denn gewesen mit den Prognosen der Fed in letzter Zeit? 2020 hat man gesagt, Inflation wird kein Problem werden. Es ist ein Problem geworden. Dann hat man im Januar 2021 gesagt, Inflation is transitory. Dann hat man noch im September 2021 gesagt, wir werden bis zum Jahr 2024 die Zinsen nicht anheben. Es kam bekanntlich anders. Dann hat man im Januar 2022 gesagt, durch Paul auch, naja, Schmerz ist notwendig, eine Rezession ist notwendig, um die Inflation nach unten zu kriegen. Dann 5. Dezember 2022, Disinflation has begun. Daraufhin ist die Inflation zwar schon gefallen, aber es ist keine wirkliche Disinflation, auch wenn Paul gestern dieses Wort öfter gebraucht hat. Soft Landing is possible und dann im März, Bank System is stable. Naja, so stabil ist das Bankensystem wahrscheinlich nicht. Und jetzt eben dieser Satz, wir erwarten keine Rezession und wahrscheinlich sind alle diese Prognosen der US-Notenbank Fed falsch. Und schauen wir uns mal hier diese Relation an zwischen dem Defizit zum BIP in den USA. Und wir sehen, da sind wir auf absolutem Rekordniveau. Und jedes Mal, wenn die Dinge zu krass werden, dann kommt eben eine Rezession, weil dieses ganze Wachstum letztendlich auf Pump finanziert ist und irgendwann muss Pump zurückgezahlt werden. Das macht die ganze Geschichte schwierig. Würde man hier mal das Defizit, das die Amerikaner produzieren, mal rausrechnen, dann würden die Amerikaner nicht mehr wachsen oder die amerikanische Volkswirtschaft. Also das geht nur auf Pump. Und die Frage, die man sich ja stellt, wie kann eine Wirtschaft so stark sein bei so stark gestiegenen Zinsen? Wir sehen in Europa das Gegenteil, die Wirtschaft schwach, vor allem Deutschland schwach. Da merkt man den Zinsanstieg, da ist die Transmission der Geldpolitik in die Wirtschaft offenkundig viel schneller passiert oder die Wirtschaft ist generell schwächer. Aber hier nickt die mir raus mit einem Artikel, der eben zeigt, dass viele Kreditverträge haben aus diesen jahrelangen Nullzinsphasen dementsprechend diejenigen, die da nicht flexibel finanziert haben, also die praktisch Kredite aufgenommen haben, die doch eine feste
Bindung an einen damals gültigen Zins hatten, die sind natürlich noch safe. Dadurch sind zum Beispiel am Immobilienmarkt die Probleme, beim Privatimmobilienmarkt noch nicht so groß, bei den Commercial Real Estates sieht es da schon anders aus. Eine positive Nachricht war, dass der USGP-Preis, also der BIP-Deflator, wie das auch genannt wird, doch deutlich zurückgekommen ist auf 2,2%. Aber ich denke, das könnte das Tief gewesen sein, denn wenn das Wachstum so stark ist, Wachstum heißt Inflation, das hat gestern Paul auch nochmal gesagt. Jedenfalls sehen wir die Reaktion beim Dollarindex. Booms, ging es nach oben. Der Dollar wurde ja totgesagt. Profis wetten wie noch nie gegen den Dollar. Das ist der echte große Pain Trade, den wir derzeit erleben. Und wir sehen die Kapitalmarktzinsen steigen. Hier sehen wir mal eine charttechnische Projektion für die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Und ich hatte, die Älteren werden sich daran erinnern vielleicht, immer wieder gesagt, bei 4%, wenn die 10-jährige US-Staatsanleihe die 4%-Marke erreicht, dann wird es eng. Jetzt sind wir bei 3,95 und ein paar zerquetschten, also nicht mehr viel hin. Und das sieht schon, riecht so ein bisschen nach weiteren Renditeanstiegen. Mal sehen, wie die Aktienmärkte dann reagieren. Die Euphorie ist groß. Das ist, glaube ich, das, was unbestritten ist. Und vor allem die Investitionsquote ist jetzt groß. Wir haben heute die frischen NAAI-Numbers bekommen, also praktisch die Investitionsquote von Vermögensverwaltern. Die liegt jetzt bei 101,82. Also die Profis sind zu 101% investiert und ein paar zerquetschte. Warum? Weil sie teilweise eben auch gehebelt sind. Das heißt, man ist schon ziemlich gut dabei, so hoch wie im Grunde seit November, Dezember 2021 nicht mehr, kurz bevor es dann ein bisschen schwieriger wurde. Die Euphorie der Privatinvestoren ist ein bisschen abgekühlt. Nur noch 44,8% sind bullish, nach in der Vorwoche 51,4%. Wir sehen den VIX mit dem tiefsten Stand seit dem 22. Januar 2020. Also das Volatilitätsbarometer, das Angstbarometer, das fällt immer weiter. Der Dow Jones war ja der große Gewinner, wenn man so will, der letzten Tage, 13 Tage in Folge hat er zulegen können. Das gab es zuletzt 1987 und wir sehen, das ging eine Zeit lang gut, bis es dann nicht mehr gut ging. Ist das ein ähnliches Setup wie damals möglich? Wir werden sehen. Jedenfalls damals dann der Dow Jones nicht so richtig gut gelaufen und wir sehen, nach wie vor sind es oder fehlt so ein bisschen die wirkliche Marktbreite. Hier sehen wir mal einen ketzerischen Chart von der Bank of America, die sagen also, die Aktien, die über ihrem 10-Tages-Durchschnitt handeln, die kommen mit diesen Höchstständen nicht mit. Das heißt, da fehlt ein Stück weit nach wie vor die Marktbreite. Aber das zweite große Thema heute natürlich die EZB und das, die Europäische Notenbank die Zinsen heute um 25 Basispunkte auf anheben wird, das war eigentlich klar. Die Überraschung war, dass die EZB etwas anderes beschlossen hat, nämlich den Einlagezins auf die Mindestreserven, die die Banken bei der EZB hinterlegen, dass man den auf Null senkt. Und das ist natürlich für die Banken erstmal schlecht, denn das ist Geld, das jetzt kein Zins mehr bringt. Das waren vorher ziemlich sichere Einkommensquellen für die Banken. Deswegen sehen wir den Europäischen Bankenindex, sehen wir eine Commerzbank, sehen wir eine Deutsche Bank deutlich im Minus. Warum macht die EZB das? Nun ja, sie will die Verluste minimieren, denn man muss ja diesen Banken dann immer schöne Zinsen oder musste den Banken schöne Zinsen bezahlen. Das fällt jetzt erstmal weg. Gleichzeitig hat die EZB ja auch ein riesiges Problem mit unrealisierten Verlusten, denn sie hat in Nullzinszeiten ja Quantitative Easing betrieben, hat also Anleihen gekauft, deren Kurs damals praktisch noch sehr, sehr hoch war, deren Kurswert aber im Gefolge der Renditeanstiege deutlich gesunken ist. Also versucht die EZB faktisch die Kosten oder sich auf Kosten der Banken zu sanieren, ihre eigenen Verluste, für die letztendlich ja die europäischen Steuerzahler haften, ein Stück weit zu minimieren. Und wir sehen hier, da gab es durchaus einiges an Zins zu verdienen. Also das ist schon ein ziemlicher Schlag für die Banken, gar keine Frage. Jetzt versucht man also, hier sich aus der ganzen Geschichte rauszuwinden. Und auch noch etwas, über das hier berichtet wird von Reuters, was interessant ist. Man hat überlegt, hier praktisch die Mindestreserven für die Kreditvergabe
von 1% auf 2% anzuheben. Diejenigen, oder wer schöpft eigentlich das allermeiste Geld? Das ist ja nicht die EZB, sondern es sind die Geschäftsbanken. Wenn Sie also hingehen und zum Beispiel einen Immobilienkredit wollen, dann schafft die Bank im Prinzip aus dem Nichts dieses neue Geld. Das neutralisiert sich im Prinzip wieder, wenn Sie den Kredit wieder komplett zurückgezahlt haben, abzüglich des Zinses. Das ist dann sozusagen zusätzliche Geldmenge, wenn man so will, des Zinses, den Sie in dieser Laufzeit bezahlt haben. Und bisher mussten Banken nur 1% der Summe sozusagen an Eigenkapital hinterlegen, dessen, was man an Kreditnehmer praktisch an neuem Geld geschaffen hat. Jetzt war die Diskussion, das auf 2% anzuheben, also mal eben zu verdoppeln. Wir haben ja schon gesehen, dass die Geldmenge M1 deutlich geschrumpft ist zum Vorjahr, nämlich um 8%. Also wir sehen, dass die Geldmenge das erste Mal ja in der Historie der EZB, der Eurozone, rückläufig ist. Das hätte die Geldmenge weiter reduziert, ist natürlich ein Tool, um auch die Inflation zu bekämpfen. Aber man hat sich dann offenkundig mehrheitlich dagegen entschieden, bei der EZB, weil man gesagt hat, naja, die Wirtschaft, die ist ja eh schon ziemlich angeschlagen, wenn wir das machen, dann dürfte das die Kreditvergabe, die ja um 42% gefallen ist zum Vorjahr, nicht gerade beflügeln. Aber eins hat der heutige Tag gezeigt. Noch vor wenigen Wochen sind die Märkte davon ausgegangen, Mensch, die EZB, die hat doch noch viel Luft nach oben mit den Zinsen, während die Fed fertig ist. Das scheint jetzt irgendwie nicht mehr wirklich zu gelten. Wir sehen hier den Euro-Dollar, der bei 1,1150 heute Morgen noch gewesen ist und jetzt unter die 1,10er-Marke gefallen ist, also über 150 Pips. Das ist am Devisenmarkt schon eine saftige Bewegung. Da geht es also deutlich nach unten. Und dementsprechend ist der Pain Trade, weil jetzt vor allem die Profis, weil alle anderen oder ein überragender Überhang an Dollar-Short-Positionen am Markt ist, das ist der echte Pain Trade vielleicht in nächster Zeit. Und normal ist Dollarstärke nicht gut, natürlich für die Emerging Markets ist nicht gut, für diejenigen, die in Dollar verschuldet sind. Das ist ein klarer Zusammenhang, eben weil die Dollarschulden dann mehr wert werden, also die Schulden steigen sozusagen. Und hier sehen wir mal dieses Desaster eigentlich. Trotz der Zinsanhebung sehen wir den Economic Surprise Index. Wir sehen eine Rezessionswahrscheinlichkeit in der Eurozone von praktisch 100%. Und der heutige Schritt der EZB dürfte diese Wahrscheinlichkeit nicht gerade verringern. Kommen wir noch abschließend, meine Damen und Herren, zu something completely different. Und das ist der Ölverbrauch. Und es ist ja viel die Rede von Abkehr von fossilen Brennstoffen, ist ja alles auch gut und wünschenswert. Allerdings sehen wir, dass die Restwelt das offenkundig anders sieht. Der Ölverbrauch ist auf einem Allzeithoch global gesehen. Wir sehen, CO2-Emissionen von China gehen weiter nach oben, USA und Europa fallen, aber die Klimakleber, die versuchen hier das Tempolimit durchzusetzen, das ist natürlich alles letztendlich nicht mal ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wenn wir klimaneutral sind, dann wird das dem Klima nicht wirklich so wahnsinnig viel helfen, solange wir es nicht schaffen, dass die anderen auch in diese Richtung gehen. Und solange das nicht passiert, ist das, was wir faktisch unternehmen, wahrscheinlich ziemlich sinnfrei. Und diese Energiepolitik der Bundesregierung unter Führung der Grünen, die scheint die Leute immer mehr zu verunsichern. Die Angst vor dem wirtschaftlichen Abstieg nimmt zu, wie hier eine Forsa-Untersuchung gezeigt hat. Und fast ein Drittel aller Befragten sieht Politiker und Parteien als größtes Problem des Landes. Naja, das ist eine gewisse Politikverdrossenheit, die man sich scheinbar in dieser Koalition redlich verdient hat. Und wenn wir schon von Politikverdrossenheit sprechen, wir wissen ja, dass die EU wie auch die Bundesregierung wollen, dass komplett aus dem Verbrenner ausgestiegen wird, was jetzt die Autos betrifft. Und wenn die Deutschen eins konnten, dann Verbrennermotoren. Elektro können alle und wahrscheinlich billiger als wir. Deswegen sind so Unternehmen wie Volkswagen immer mehr die großen Verlierer der Autobranche. Der Dachstuhl brennt, so hat es ja ein hoher VW-Manager kürzlich gesagt. Aber die Politik beschleunigt diesen Brand noch. Wir haben heute Zahlen von Mercedes bekommen, deutlich besser. Aber Volkswagen ist das erste Symptom einer niedergehenden Autoindustrie. Da hängen in etwa knapp 800.000 Jobs dran, hochbezahlte Jobs, Jobs, die letztendlich den Leuten ein gutes Leben ermöglichen und die auch unseren Sozialstaat mitfinanzieren. Das ist die erste Empfehlung, meine Damen und Herren, als Artikel. Und dann, die EZB tut den Banken weh.
Das ist das, was ich angesprochen hatte. Plötzlich schafft man den Einlagezins auf Mindestreserven ab. Eine echte Sensation aus meiner Sicht. Zweite Empfehlung und die letzte Empfehlung, der Goldpreis. Der ist ganz schön unter Druck gekommen. Wenn Sie das interessiert, weil Sie ein Goldbug sind, dann empfehle ich diesen Artikel. Der hängt, oder der Anstieg der Renditen ist der Hauptauslöser des fallenden Goldpreises heute. Also diese drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Jetzt wünsche ich das Allerbeste und sage Servus, ciao.